Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Es ist 9:45 Uhr, sieht man so knapp. Also auf jeden Fall frisch gepresst, relativ früh, weil ich heute unterwegs bin. Themen, die ich habe, A380, Lufthansa bekommt den siebten A380. Naja, ist im Prinzip ja so, dass der schon da ist, aber er kommt wieder in Dienst, so ist es richtig formuliert. Welche Strecken werden die Airbus A380 zum Beispiel fliegen? Was sagt der Winterflugplan für Lufthansa aus? Weiter haben wir dann als Thema Buchner, ein Hersteller für Innendekoration, hätte ich fast gesagt, für Galleys und so weiter in Flugzeugen, macht mit JetBlue eine interessante Geschichte. Da gibt es eine Pantry, was man normalerweise von Kleinraumwohnungen kennt. Gucken wir uns genau an. Weiter haben wir Spanien, die haben Fluggesellschaften verklagt und ich zitiere, und zwar Betrug und illegale Praktiken. Und die sind da quasi auch verknackt worden, aber da wird es wohl in Berufung gehen. Was da passiert, schauen wir uns auch an. Wir haben dann Boeing, die haben einen Aktionsplan mit 6 KPIs vorgestellt. Das heißt also, wir gucken uns da mal an, wie die Kennziffern sein sollen. Auch haben wir Virgin Atlantic, die feiern Geburtstag. Ich finde Virgin Atlantic relativ hübsch und toll. Zumindest optisch, ästhetisch. Da könnt ihr auch was zu schreiben. Habe ich was vergessen als Thema? Nein. Ich habe alles gesagt. Das soll ja auch für den Samstag reichen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren und Kanalmitgliedschaft und Stammtisch in Berlin nächste Woche Freitag. Jo, am 7. glaube ich ist es, um ganz genau zu sein. Ist der 7. Termine für andere Stammtische kommen nach und nach. Das erste Thema, was wir haben, ist JetBlue. Und das ist etwas, was mich freudig erregt. Ich habe heute kein JetBlue-T-Shirt an. Aber wenn wir uns das mal angucken, was die da jetzt verhackstückelt haben, das ist eine sogenannte Pantry. Und zwar hat verkündet, dass man dort mit JetBlue zusammen einen Self-Service-Counter für den A320-321 bringen möchte. Da kann man sagen, was man will, aber man hat dort einen Level an, nennen wir es einfach mal, Service und Convenience und Refreshing gebracht. Lasst uns das Ganze nochmal von einem anderen Winkel sehen. Da seht ihr dann auch die Chips oder was es ist und auch Getränke. Also insofern etwas, was für mich nicht ganz klar ist, ob das auch für Economy-Passagiere ist oder ob das nur für die Business-Passagiere ist, weil ihr seht ja hier vorne die Business und dahinter dann quasi, je nachdem welches Bild, also hier bei dem Bild seht ihr die Sitze, dann seht ihr hier die anderen Sitze. Ich glaube, das sind Recaro-Sitze, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie findet ihr so eine Pantry-Geschichte? Ich persönlich finde es relativ spannend, so eine Pantry-Geschichte, weil so eine Pantry natürlich, weil sie halt mit Getränk und Refreshment selbst in den unteren Buchungsklassen den Leuten halt die Möglichkeit gibt, selber aktiv zu werden. Einmal kann ich meine Füße vertreten. Man sah ja auch, wie auf der anderen Seite die Toilette ist. Also das heißt, dann ist dann so auch so eine Art Möglichkeit, sich etwas aufzuhalten. Und dann die andere Geschichte ist, was ich gut finde, ist, man hat halt nicht das Problem, dass man den Call-Button drücken muss und damit dann quasi das Gefühl hat, dass man die Crew belästigt oder belustigt. Also insofern für mich ein Vorteil. Hier bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das seht. Es werden auch Trennwände und alles Mögliche neu gemacht, also Class Divider, wie das so schön heißt. Buchner und JetBlue wollen da nochmal zusammenarbeiten, etwas intensiver und wollen da neue Inspirationen bringen. Das ist so eine kleine Nachlese von Hamburg. Hamburg ist ja zu Ende gegangen. Ich habe für Hamburg nächstes Jahr schon gebucht. Das ist vom 6. April bis zum 10. April, glaube ich. 7, 8, 9, 10, genau sind 4 Tage. Da werde ich dann vor Ort sein. Und da können wir uns auch gerne treffen. Und wer mitkommen möchte, kann sich auch jetzt schon bewerben. Also insofern schreibt mich an. Und Stadtbär hat sich ja gefreut, dass er mitkonnte. Wer sich auch freut, das sind die Freunde von Virgin Atlantic. Die werden 40 Jahre alt. Und Virgin Atlantic macht ja immer wieder von sich reden. Man wollte ja auch irgendwie, glaube ich, 380er haben und Glücksspiel oder sowas an Bord bringen, was da nicht gekommen ist.
Aber sie feiern 40. Geburtstag. Und das ist dann zum Beispiel etwas, was dann so aussieht. Ist das ein Blue Velvet? Wie heißt das? Black Velvet? Red Velvet? Kuchen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die so einen Kuchen zum Beispiel und so ein Gedeck mit Getränken, die da halt gebrandet sind. Und die Farbe, die natürlich mit Virgin Atlantic dort in Verbindung gebracht wird, ist natürlich dieser Rotton, ganz klar. Auch ist es so, dass man 40 Jahre im Business ist. Man hat auch Flugbegleiter hier, die da natürlich sich freuen. Und da hat man ja auch dieses Konzept der, der Sitzgelegenheiten, wo man sich aufhalten kann. Und die Virgin Redhead, die werden dann halt verfügbar sein in allen Kabinen. Und natürlich auch ist das Ganze complimentary in der Upper Class und natürlich kaufen kann man das Ganze in der Premium Economy. Und dann gibt es hier diese Boxen, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Das ist dieser Afternoon Tea, den gibt es auch auf ausgewählten Flügen. Das ist so eine typisch englische Geschichte. Daran seht ihr, was dort alles möglich ist, wenn man Geburtstag feiert. Und wenn man auch die Leute beglücken will mit etwas, was einen überrascht, also optisch, ästhetisch anspruchsvoll. Also auch hier könnt ihr ja nochmal sagen, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde das immer wieder schön, wenn Fluggesellschaften einem eine Überraschung bringen und da halt dann, ja, uns positiv mit Nachrichten überraschen und auch nicht immer das Gefühl hat, dass man für alles abgezogen wird. Das wird nochmal spannend, wenn wir mit dem Thema oder über das Thema reden, Handgepäck am Ende der Sendung, was mein Hauptthema heute ist. Wir haben dann bei der Lufthansa heute den A380 nochmal im Fokus, die Mike Bravo. Das ist der 7. A380, der zurückkommt. Die waren ja vorher geparkt. Das klingt ja immer so, als ob die jetzt wieder Neuauslieferungen kriegen oder sowas. Ist auch so ähnlich, aber der Aufwand ist wesentlich höher, weil die Flugzeuge natürlich, wenn sie aus Teruel kommen, mit Fahrwerk draußen da reinfliegen in Frankfurt und dann in Frankfurt erstmal diesen Swing-Test machen fürs Fahrwerk. Dann kann man das auch einfahren. Wichtig halt, dass das bei der Landung auch rauskommt und man kann reparieren. Und dann geht das wieder weiter, höchstwahrscheinlich nach Manila. Dort werden dann alle Sachen gedengelt. Und dann kommt er wieder nach Frankfurt zurück, wird nochmal nachkontrolliert und dann geht das weiter nach München. Und im Juni wird sie fliegen. Heute ist ja Juni, logischerweise. Und im Moment steht da noch die Mike Alpha, also das älteste A380-Flugzeug. Mike Bravo ist die zweitälteste. Wer von euch weiß, wie das Flugzeug heißt mit Taufnamen, kann das ja unten in die Kommentare schreiben. Und ich habe auch alle Kommentare, alle Kommentare abgearbeitet und habe auch alle Kommentare jetzt beantwortet. Also insofern, ich bin à jour und ich versuche das wieder etwas besser im Griff zu haben. Wir haben natürlich dann die Frage, was macht Lufthansa mit so vielen Flugzeugen? Und wir haben auch festgestellt, dass viele Flugzeuge natürlich fehlen. Die 777X behaupten Leute, dass sie auch nicht 2025 kommen, 2026. Und da muss man die 380er einsetzen. Im Moment werden die 380er ja eingesetzt für Ziele wie zum Beispiel Boston und so weiter. Also Ziele, die relativ nah sind, aber die werden dann ersetzt durch andere Flugzeuge. Das Einzige, was in Nordamerika gleich bleiben wird mit dem 380, das wird da dann Los Angeles bleiben, mein Hauptziel. Und dann wird es weitergehen auf Bangkok. Bangkok wird auch das fliegen. Delhi wird auch weiter den 380er bekommen, von München aus. Und Washington wird auch nicht mehr, New York werden dann auch nicht mehr mit dem 380er angeflogen werden im Winterhalbjahr. Heißt also, dass man da natürlich ein bisschen gucken muss. Aber wir sind noch relativ früh im Jahr, dass man halt im Jahr dort noch Änderungen hat. Und irgendjemand fühlt sich belästigt während der Aufnahme. Das ist in Ordnung hier in der Villa Premium Deluxe. Ist wohl ein Hase vorbeigehoppelt. Schauen wir uns nachher nochmal an, was Kollege Dackel hier für ein Problem hat.
Gut, habe ich sonst noch was gesagt? Nein, eigentlich kann man nur noch kurz dazu sagen, dass die Ziele natürlich bei der Lufthansa nicht ganz so spannend werden wie bei den anderen Fluggesellschaften, wie bei Austrian oder bei der Swiss. Man wird halt da auch weiter Warmwasserziele fliegen. Aber wir sind noch früh im Jahr, also das heißt, da kann noch einiges passieren. Jetzt gehen wir dann auf ein Thema ein, was wirklich auch wichtig ist, ist Unwetterwarnung. Ich hatte gestern von einem unserer Zuschauer den Hinweis bekommen, in Frankfurt ist Land unter, da war es vorgestern. Und Lufthansa hatte prompt sich genötigt gefühlt, eine Mitteilung zu schicken. Und diese Mitteilung ist wie folgt, dass man dort davon ausgeht, dass es keine Einschränkungen durch die Unwetterwarnungen gibt, gestern auch nicht. Heißt also, man hat zwar Dauerregen, Überflutungsgefahr und so weiter, aber es sieht halt dann nicht so aus wie in Dubai am Flughafen, wo man dann quasi fahrwerkshoch mit dem Wasser steht, wo die Reifen fast nicht mehr sichtbar sind. Am Wochenende ist es halt wirklich so, dass man dort Dauerregen und so weiter hat. Und Donnerstag gab es ja auch vom Deutschen Wetterdienst die Unwetterwarnung. Aber man sagt halt wirklich, dass der Flugbetrieb davon nicht beeinflusst ist. Man hat keine Einschränkungen in Frankfurt oder München, sagte eine Sprecherin der Lufthansa. Wichtig ist auch, dass die Lufthansa eine zentrale Steuerung eingeführt hat für die Flüge an den Flughäfen für alle Marken, damit man halt wesentlich mehr Kontrolle und wesentlich besser reagieren kann im Fall eines Falles. Aber hier ist es halt so, dass es ein Tief ist, das von den Alpen bis nach Polen zieht und zum Teil gewittrigen, aber auch ergiebigen Regen bringt. Heißt also, gewittrig wird es auch. Kann natürlich zu einigen Verspätungen führen, aber muss man halt immer abwarten, je nachdem, ob die dann stationary sind oder nicht. Man hat Einsatzstäbe und in Hessen ist die Lage mit dem Hochwasser durchaus angespannt. Und man hat ja auch gesehen, was diese ganzen Sachen schon am Flughafen dann für Auswirkungen haben. Ich bin mal gespannt und ich hoffe, dass das nicht so viele Einschränkungen bringt. Ihr könnt ja hier auch noch mal unten kommentieren, was ihr davon haltet. Was wir davon halten, dass Boeing da mal wirklich endlich mal 6 KPIs einstellt, dann können wir natürlich erstmal die Frage für alle, die nicht Business-Informatiker oder Business-Leute sind, sagen, das ist ein Key Performance Indicator, KPI. Das sind so, im Prinzip sind das solche Ziele, die man vereinbart. Der Deutsche würde, glaube ich, sagen, Zielvereinbarungen für gewisse Quoten oder was auch immer bei der Erfüllung. Und man hat bei Boeing jetzt 6 KPIs eingeführt, die man dann auch wirklich zur Sicherheit nutzen möchte und damit auch sagt, dass man der FAA entgegenkommt. Wobei entgegenkommen, finde ich ein relativ lustiges Wort. Denn die regulatorischen Anforderungen sind ja einfach da und man möchte halt wirklich jetzt die Sicherheit wieder in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß, das haben die schon mal gesagt, brauchen wir jetzt nicht drüber uns lustig zu machen. Aber der Safety and Quality Plan ist jetzt da und man möchte dann mehr Schulungen bei der Produktion machen und Flugzeuge dürfen erst dann zur nächsten Werksposition transportiert werden, wenn bestimmte Meilensteine erreicht sind, es sei denn eine Sicherheitsrisikobewertung, SRA, durchgeführt wird, heißt es, den du kennst. Und interessanterweise gilt das nicht nur für die 737 MAX, sondern es gibt auch für die 777 und für die 787 logischerweise. Aber die 777, das ist für mich etwas, was da auch natürlich dann zeigt, warum bei der 777F von der Lufthansa die Verspätung kommt, dass man da halt wirklich ist. Und die 6 KPI sind halt wirklich so, dass man halt Mitarbeiter mit Fachkompetenz schulen möchte und da halt wirklich auch zur Sicherheit beitragen möchte. Man hat also jetzt wirklich erkannt, dass es da ein Problem gibt. So wie der eine Kollege, der ja kommentiert hatte, unter einem der Beiträge geschrieben hatte, dass Boeing ja fast pleite ist. Also das ist ja so, dass die da halt richtig ein Thema haben. Und ich denke mal, die 6 KPI sind halt Fehlerkorrekturstunden an Flugzeugen außerhalb der Endmontage und für den Anteil des Flugzeugs vergeben, die Endmontage mit einer Fehlerbehebungsauftrag verlassen. Das heißt also, dass dadurch wirklich nochmal kontrolliert wird, was da Phase ist. Man möchte ja auch dieses Schattenwerk weghaben endlich. Also hier sehe ich nochmal bei den Freunden von Boeing Bedarf. Aber sie sind anscheinend jetzt in die richtige Richtung gestoßen worden von der FAA. Es wurde auch langsam Zeit, was da passiert.
Gut, man kann jetzt darüber sich lustig machen, dass man mit Hotel-Schlüsselkarten Spaltmaße kontrolliert hat oder aber auch mit Geschirrspüler Dichtung reingebracht hat. Einer hat ja auch irgendwo mal geschrieben und kommentiert, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ja, das macht man ja auch, wenn man zum Beispiel Autoscheiben wieder reinbringt, dass man damit den Gummi flutschig und geschmeidig macht. Ich weiß es nicht, ob das in der Aviation Best Procedure ist, aber da gibt es ja auch Hinweise für. Also insofern, dass man diese Dichtung da dann ja, vielleicht mit dem, was da vorgesehen ist, reinbekommt. Ich bin mal gespannt, wobei ich weiß jetzt, Geschirrspüler, ist das ein Problem? Ich bin da kein Fachmann, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kenne mich mit Gummi nicht aus. Also insofern wäre das auch mal interessant zu wissen, inwieweit das dort zu einem Problem führen kann oder ob das einfach nur eine reißerische Geschichte ist. Lasst uns zu dem Hauptthema heute überschwenken und das ist das Thema Spanien. Spanien hatte das ja lange angedroht, dass man die Fluggesellschaften und da wollte man natürlich Fluggesellschaften wie Ryanair oder aber auch Voleta und so weiter nochmal richtig EasyJet an den Kandare nehmen, weil sie halt wirklich verbraucherschutzmäßig ein Problem darstellen. Die linke Regierung hat gesagt, das ist ein Problem, dass die Fluggesellschaften dort mit Hilfe des Verbraucherschutzes, haben sie das übrigens gemacht, dass man dort bei dem Handgepäck ein Problem hat. Also nochmal die Fluggesellschaften Ryanair, EasyJet, Vueling und Voleta. Und die sind zu 150 Millionen Euro verknackt worden, Strafe. Das heißt nicht, dass die Strafe jetzt gezahlt wird, weil die Strafe wird natürlich logischerweise festhalten, klar. Wird natürlich erstmal geklagt, weil man möchte das nicht. Aber es ist halt so, dass man jetzt sagt, genau dafür setzen wir uns ein, um Betrug und illegale Praktiken ein Ende zu setzen. Das ist der Generalsekretär Rubén Sánchez vor den Journalisten. Das ist von der Verbraucherschutzverein FACUA, also FACUA. Und da ist es halt wirklich so, dass man da nach eigenen Angaben gegen kämpfen möchte, dass die Fluggesellschaften halt bei den Preisen halt ja, Handgepäcks-Only-Tarife quasi gar nicht richtig bewerben und dass man halt wirklich dort ein Problem macht. Und zwar ist es so, dass das Handgepäck in der Kabine mit sich führt und das wird die Möglichkeit genommen, für genau das zu bezahlen, was sie brauchen. Also das heißt, man möchte da halt wirklich mehr Klarheit haben. Aber es steht ja im deutschen Gesetz auch, mehr Preis wahr und Klarheit. Heißt also bei Fluggesellschaften oder Hotels, wenn es diese ganzen Junk-Fees gibt, dass man dann wirklich sagen muss, dass die Fluggesellschaften hier sich ja auch das Problem selber geschaffen haben. Denn wenn Passagiere ihr möglichst das Gepäck aufgeben, ist ja logisch. Klar, es kostet Geld, aber es ist halt ein Sicherheitsding. Und ich denke mal, dass da die Fluggesellschaften wirklich selber schuld sind, aber auch das Problem natürlich an den Flughäfen, wo man auf das Gepäck gefühlt stundenlang wartet. Also hier muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin gespannt, wenn ich nach Berlin fliege, wie lange ich da warte. In Frankfurt habe ich kein Gepäck aufgegeben, habe Hamburg kam es schnell eigentlich. Das war kein Problem, aber man sollte halt wirklich da auch irgendwelche Garantien einführen, dass man gegenüber dem Personal dann halt das einfordern kann, beziehungsweise gegenüber der Fluggesellschaft, dass wir als Passagiere auch Vertrauen da bekommen. Und die Strafe ist natürlich krass, denn wenn man sich auch das angeguckt mit den Handgepäcksregeln, 8 Kilo hier, 23 Kilo da, also das heißt, das ist ja eine ganze Bandbreite, zwei Gepäckstücke, ein Gepäckstück, das ist ja alles komplett Banane. Deshalb solltet ihr wirklich mal kommentieren und nochmal sagen, was ihr davon haltet. Das ist auch die Frage des Tages. Und zwar, sind die Strafen berechtigt in Spanien? Heißt also, dass diese 150 Millionen, die dort abgefragt werden, ein hammerhartes Signal ist? Sollte das eigentlich europaweit gelten? Sollten diese Handgepäcks-Only-Tarife wirklich verschwinden? Sollte es ein Grundrecht sein? Oder sollte es, so wie ich es eher sehe, auch eine Mischung sein aus Handgepäck und Aufgabegepäck, so wie es halt früher war und die Zeiten, in denen man das Gepäck bekommt, muss halt einfach geregelt werden. Man kann natürlich auch grundsätzlich das so sagen und da hatte ja auch in der Vereinigung Passagier, haben wir ja auch lang und breit darüber diskutiert, wir hatten die Diskussion auch vor Jahren, sollte das die Verspätung quasi eingerechnet werden. Das heißt also, wenn man auf das Gepäck länger als eine gewisse Zeit X
wartet, dass das dann als Verspätung gilt, dass das kompensationspflichtig wird. Auch ein interessanter Vorschlag, weil ich glaube, dann würden die Leute auch bereit sein, sagen, ja, dann gebe ich Gepäck auf, wenn das Geld gibt danach, wenn die das nicht ordentlich machen, weil dann haben ja auch die Fluggesellschaften ein Incentive, das Ganze ordentlich abzuwickeln. Bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Auch könnt ihr nochmal eure Meinung zur Pantry sagen, wie ihr die von Buchner und JetBlue findet. Ob ihr sagt, dass solche Selbstservice-Inseln oder wie auch immer spannend sind. Ich persönlich habe festgestellt, in der Business Class, wo es solche Sachen öfters gibt, das ist immer so ein bisschen mal hier, mal da, man macht es nicht. Finnair hat die ja auch in den 350, dann hat man das Service-Konzept umgestellt, dann nutzt man die wieder nicht. Es ist schwierig, das Ganze Thema für mich. Also ich finde es persönlich in Ordnung, aber es gibt halt Kollegen, die klauen alles, was nicht hit- und nagelfest ist. Wir erinnern uns auch an die Swiss First Class. Die haben ja diese Cremes, die da teuer ist, auf Kaviar-Basis. Und finde ich eigentlich vom Gedanken her schon eklig, aber gut, das ist ein anderes Thema. Die werden auch geklaut. Also ich verstehe auf der einen Seite, dass die Fluggesellschaften nicht gerne Sachen rausgeben nach dem Motto Help Yourself, weil halt die Leute das einfach nutzen. Und ich hatte auch letztens wieder irgendwo gelesen, dass jemand darüber berichtet hat, wie jemand in der Lounge mal eben da seinen Rucksack voll gemacht hat, abgesehen davon, dass das eklig ist. Ja, ich beende meine Sendung heute mit dem eklig und ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich muss hier gleich los und seid versichert. Ich danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Aber jetzt könnt ihr natürlich, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren. Und ich freue mich auf morgen. Also, bis dann, ciao. Ach, mein Schnäppchen, guckt das mein Schnäppchen wieder euch an. Also, bis dann, ciao, ciao. Und Abspann, wo ist er? Hier ist er. Also, bis dann, ciao. Thank you.